Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Anno 2205. Ja, beim letzten Mal haben wir es geschafft, Energie hier zu Ada zu leiten. Ich habe das Ganze allerdings wieder rückgängig gemacht. Aber wir haben damit die nächste Stufe erreicht. Noch brauchen wir allerdings gar nicht die Energie. Wir wollen lieber hier die positive Bilanz halten. Und die ist allerdings schon ein bisschen eingeschränkt. Denn wir haben außerdem beim letzten Mal noch hier die Transportroute für seltene Erden hergestellt. Und dadurch, dass wir hier jetzt seltene Erden haben und Diamanten, wenn auch nicht so viele, glaube ich. Wo sind denn die? Null. Okay, so viele Diamanten brauchen wir gar nicht. Denn ich liefere hier, glaube ich, noch zu viele Diamanten hin, ne? Wir haben plus 4. Das heißt, wir können mal auf jeden Fall das so setzen. Objektprofil wird aktualisiert. Und dann können wir gleich weiterschauen. Denn wir wollen hier wie heißen die? Replikatoren, doch, genau. Replikatoren wollen wir herstellen. Dazu brauchen wir allerdings erstmal Nanoschleifer. Und dafür brauchen wir Diamanten und seltene Erden, die wir eben jetzt erzielt haben. Wir machen mal die Produktion, ja, hier hin. Jetzt haben wir zu wenig Energie. Aber bevor wir halt die Mondenergie nutzen, würde ich jetzt hier gerne das ausbauen. Hallo? Achso, jetzt haben wir genug Energie. Zack, so. Jetzt stellen wir hier Prismen her. Dazu haben wir zu wenig Diamanten. Gut, da kümmern wir uns gleich drum. Ich wollte jetzt erstmal nochmal so ein Replikationsding. Ich würde sagen, das werden wir mal so hier so abzweigen lassen, eine Straße. Und hier oben diese Sachen herstellen. Vielleicht. Sorry, falls ich dich nerve. Aber du musst das bald erledigt haben. Glückwunsch. Gray heißt. Neuen Erfolg erhalten. Na gut. Wir haben Replikatoren hergestellt. Wir haben auch eine positive Replikatorenbilanz. Wir haben allerdings zu wenig Diamanten. Sollte hier eigentlich unsere Creditbilanz auch deutlich ansteigen. Okay. Jetzt dann nicht mehr. Doch, sie steigt trotzdem an. Wir sollen deutlich mehr. Sie rocken heftig. Leute einziehen hier, weil sie jetzt ja Replikatorenbedürfnisse erfüllt haben. Was wir auch machen wollen, ist Replikatoren an die Mondregion zu an die Arktisregion zu liefern. Die brauchen einen Replikator. Das passt doch, glaube ich, ganz gut. Neue Transferroute von hier nach dort. Über Replikatoren von hier nach dort. Bestätigen. Verbindung wird hergestellt. So, das freut die doch auch. Klasse. Replikatoren genau 0. Und wir haben hier damit auch schon was erfüllt, was wir schaffen sollten. Neue Baupläne verfügbar. Müssen wir noch Androiden herstellen. Brauchen wir die hier überhaupt? Braucht ihr Androiden? Hier kann man auf jeden Fall. Ja, braucht ihr. Und Unterhaltung auch. Investoren. Stadion. Dazu bräuchten wir allerdings deutlich mehr Investoren. Und für Androiden brauchen wir auch nochmal mehr. Ich denke nicht, dass das hier auf 50.000 anwachsen wird. Ich fürchte, es ist langsam an der Zeit, wirklich eine neue Siedlung hier quasi zu errichten. Auf dieser freien Insel. Wir können ja schon mal gerade Folgendes machen. Eine Straße errichten von hier nach dort. Um diese Insel anzuschließen. Ja, wobei wir hier noch ziemlich viele Leute bekommen haben. Und ich würde sagen, wir bauen hier einfach dann die Häuser schon hin. Ich würde hier gerne noch eine Straße bauen können. Aber hier ist halt schon wieder dieses Blöde, dass das Ganze hier nicht so besonders gut passt. Aber wir machen das jetzt schon mal hier so. Ach, das darf jetzt auch schon wieder nicht. Ist doch nicht dein Ernst. Euch fehlen im Moment Straßen. Euch werden ganz schön viele Sachen fehlen. Werden wir gleich noch sehen. Aber ich würde sagen, wir können hier auf jeden Fall mal wieder ein paar Leute gebrauchen. Von daher gönnen wir uns doch hier mal wieder ein bisschen was. Wir können die auch einfach ziehen. Ich vergesse das immer, weil ich das noch aus dem Anno 1503 damals gewöhnt war. Wir können hier ja auch noch ein bisschen was machen. Können allerdings auch schon direkt Sachen einplanen für ein Gemeindezentrum und sowas.
Das werden wir auch alles brauchen. Das machen wir auch mal hier direkt. Ein Infozentrum ist das natürlich. Kein Gemeindezentrum. Wie konnte ich das nur von mir nehmen? Wir setzen das mal hier ein bisschen mehr in die Mitte, weil es ja hier auch die Bereiche abdecken muss. Und ich würde fast sagen, wir machen hier gar keine Gefangenen, sondern ziehen hier einfach mal das Ganze etwas durch. Zack, und bauen hier wirklich eine große neue Siedlung hin. Okay, hier passt es leider schon wieder nicht so richtig. Jetzt fehlen mir wirklich Bauzellen. Naja, soll mir recht sein, denn wir haben jetzt hier wirklich schon viel erreicht. Ups, hier habe ich leider einen Fehler gemacht. Und ich fürchte, ich darf wieder alle Häuser da umsetzen. Sie sollten die Marktanalysen genau im Auge behalten. Sie werden Ihnen bald zeigen, wohin Sie wirklich gehören. Sind noch eine Stufe aufgestiegen mit unserer Firma. So. Kann man mehrere Häuser vielleicht jetzt mal langsam anwählen? Haben Sie das gepatcht? Nein, offensichtlich nicht. Willkommen. So, jetzt wollen die hier schon eine Polizei haben. Das kommt natürlich auch sofort. Ja, hier passt es natürlich eigentlich nicht so, wie ich es haben will. Ich würde sagen, die reißen mich auch gerade mal einfach ab. Und bauen hier lieber das Polizeirevier hin. Leute schießen. Denen liefern wir einen Kampf. Ich würde sagen, wir bauen hier auch einfach mal diese ganzen Sachen nachher hin. Auch später dann die U-Bahn und so. Dass wir hier mal so ein Quadrat quasi freilassen. So, Polizei ist auch da. Jetzt haben wir zu wenig Strom. Und wir werden hier von diesen Sachen natürlich auch überall zu wenig haben. Zu wenig Reis. Ja, ja, ist alles klar. Ich würde sagen, wir können jetzt also doch mal wieder hier oben die Sachen freigeben. Ein ewiges Hin und Her mit der Energie. Aber wir haben jetzt hier auch eine wunderbare Bilanz. Und versorge die LEC-Kolonien, die sich gegen die Orbital Watch auflehnen. Sie möchten das auch tun? Dann handeln Sie mit mir. Ja, du musst aber nicht jedes Mal sagen, wenn ich den Mond aufrufe, was du von mir geben willst. So, und dann machen wir hier mal das an, wieder das an und das an. Jetzt wieder eine deutlich schlechtere Bilanz, soll mir aber egal sein, denn wir können jetzt wieder eine neue Transferroute erstellen für Energie von dort nach dort bestätigen und dann geht's wieder in die Viridische Bucht. So, dann sind wir jetzt hier wieder angekommen und dann kümmern wir uns jetzt hier um die vernünftige Versorgung. Erstmal an Reis. Oh, ich sehe schon hier, das wird gar nichts werden. Nicht angrenzend. Ist auch ein Witz. Mal probieren, das hier so zu legen. Aber ich fürchte, da passt dann trotzdem nichts hin, ne? Nee, da passt überhaupt nichts. Könnten natürlich das noch ein bisschen mehr nach da ziehen, dann können wir wenigstens ein Modul mehr dran machen. Analysen genau im Auge behalten. Sie werden Ihnen bald zeigen, wohin Sie wirklich gehören. Kommt man da wohl noch ein bisschen weiter nach außen? Ja, ich muss das aber schon mindestens so machen. Noch ein Modul rein? Nein, leider überhaupt nicht. Ah, das ist blöd. Das ist richtig blöd. Gut, dann machen wir das doch wieder anders. Wir könnten auch noch probieren, das hier ein bisschen anders zu ziehen.
Die hier dran vielleicht. Ich will eigentlich erstmal nur einsetzen. Ne, das wäre nicht angrenzend. Ja, aber das könnte vielleicht schon was helfen. Nein. Tut es nicht. Tut es einfach beim besten Willen nicht. Wir kommen ja auch nicht von der Seite dran, ne? Wenn wir die Module alle mal ein bisschen höher ziehen. Das geht gar nicht, weil das dann wieder nicht eingrenzend ist, ne? Warum kann ich den jetzt nicht hier einfach wie doch alle drei ein Stück nach da setzen? Wie soll ich das denn eigentlich machen? Das geht gar nicht. Naja, komm, wir machen einfach das folgendermaßen. Wir werden ja später auch nochmal ein bisschen mehr Reis benötigen. So. Deshalb bauen wir jetzt hier einfach mal Reis an. Mehr Module gehen schon wieder gar nicht. Die erste Million. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Die ist immer die schwerste, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß es leider nicht. So, jetzt können wir sehen, dass wir noch Vitamindrinks herstellen. Okay. Dazu bräuchten wir mehr Saft aus der Saftkeilerei. Hier noch ein paar Module setzen kann. Okay, ein Modul setzen kann. Das gleiche dann nochmal. So, dann sind wir jetzt im positiven Bereich. Und müssen jetzt nur noch das Obst dafür bereitstellen. Wo haben wir das denn? Das ist Wein. Das ist Obst. Genau. Reicht das? Nee, immer noch minus 12. Komm, dann setzen wir hier noch welche hin. Eigentlich wollte ich die so cool setzen, dass die hier so reinpassen. So war eigentlich der Plan. Das heißt, ich muss das Ganze einen mehr nach da setzen noch. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach. Ich brauche ja gar keine mehr, ne? Wir haben genug Obst. Zu wenig Vitamin Rings. Was ist da denn los? Da hatte ich das doch gerade noch im positiven Bereich. So, jetzt brauchen wir mehr Wasser. Wir brauchen mehr Replikatoren. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser. Immer noch zu wenig. Wir brauchen noch mehr Wasser. Gut, dann machen wir hier einfach schon mal eine Entsalzungsanlage hin. Plopp. So. Auch zu wenig Wasser, weil uns auch der Transport fehlt. Das wäre zum Beispiel gut, wenn wir das da reinquetschen können. Das können wir auch. So, immer noch zu wenig Wasser. Meine Güte, wie viel Wasser wir benötigen. Ich habe jetzt hier ein ganz neues Ding gemacht und das reicht immer noch nicht. Haben wir hier irgendwo noch einen Bauplatz? Hier wäre einer. Ja, komm, nehmen wir den. Minus 5. Jetzt haben wir endlich 0 oder plus sogar. Aber unsere Einwohnerzahl erhöht sich dafür drastisch. Wir brauchen immer noch mehr Saft. Ja, wahrscheinlich, weil die einfach immer wieder ansteigen, die Leute. Immer mehr vermehren. Deshalb brauchen wir auch mehr Obst. Passt jetzt natürlich leider gerade gar nichts mehr. Nee, das gefällt mir so nicht. Machen wir das doch lieber so. Dann könnten wir hier nämlich noch einen quersetzen, ne? Ja, zumindest so ein bisschen. Ah, jetzt haben wir auch schon wieder viel zu viel Obst. Ah, man kann nie genug Obst haben. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Spritzen hier. Ein paar mehr Verjüngungskuren.
Dazu brauchen wir mehr Zündzellen und dazu brauchen wir mehr Algen. Also noch ein Küstenbauplatz. Das sehe ich jetzt schon kommen. Haben wir irgendwo eigentlich noch Küstenbauplätze? Sie sollten die Marktanalysen genau im Auge behalten. Sie werden Ihnen bald zeigen, wohin Sie wirklich gehören. Ja, wir steigen hier nach und nach immer mehr Stufen auf. Unaufhaltsam dank unserer neuen Insel hier. Sie hier in meinem Haus sind. Die übrigens mehr Informationen benötigen. Das sollen Sie bald bekommen, aber erst bald. Hier können wir nochmal gerade Algen kommen. Ob das denn hier so bleibt mit dem Weg, kann ich noch nicht verraten. Das weiß ich nämlich selber noch nicht. So, und mehr Sündzellen gehen hier nicht, aber hier... Hier schon. So, plus 12 reicht bestimmt auch noch nicht, oder? Vielleicht so. Müssen auf jeden Fall nochmal ein medizinisches Labor mehr haben. Oder hatte ich da nicht schon ein zweites gebaut? Ich weiß es nicht mehr. So, auf jeden Fall haben wir jetzt immer noch zu wenig Verjüngungskuren. Haben wir jetzt genug? Ja, aber zu wenig Algen und zu wenig Sünfzellen. Also nochmal einmal Sünfzellen mehr. Und dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal einmal mehr Algen. Zack. So. Das haben wir also erreicht. Das ist immer witzig. Jetzt ist nämlich wieder der Saftbedarf irre in die Höhe geschossen, weil wieder mehr Leute da sind. Also nochmal ein Saftding mehr, ein Saftpäckchen. Du lässt mich in der Sache nicht hängen. Sowas würdest du doch nie tun, oder? Jetzt fehlt mir wieder Transport. Also bauen wir nochmal schnell ein Transportzentrum hier hin. Eigentlich ist hier die Versorgung ganz okay mit Transporten. Oder nochmal eins hier hin. So. Schon wieder zu wenig. Und jetzt haben wir wieder auch zu wenig Obst. Was wir wieder ausgleichen wollen. Zack. Jetzt haben wir wieder genug Obst. Jetzt haben wir wieder zu wenig Verjüngungskuren. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchern. Ja, die höheren Sachen, die kommen alle nach und nach. Ich muss jetzt erstmal hier es schaffen, erstmal die Sachen aus der gemäßigten Zone zu befriedigen. Wir können hier schon wieder keine Sünfzellen mehr bauen. So. So. Das sollte jetzt reichen, ne? Ja. Jetzt haben wir aber wieder zu wenig Algen. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Algen. Zack. Aber das Schöne ist, dass wirklich unser Geld hier relativ konstant bleibt. Sogar mehr steigt als fällt. Und unsere Bilanz meine ich natürlich. Unser Geld sowieso. Jetzt haben wir schon wieder zu wenig Trinkwasser. Aber nochmal ein Slot mehr hier verbrauchen. Und Reis können wir auch nochmal einen mehr nehmen. Wo war denn Reis hier oben, ne? Genau. Da kann noch ein Modul dran geschraubt werden. So, schon wieder zu wenig Saftpäckchen. Zu wenig Obst. Geht gar nicht mehr Obst. Aber hier passt natürlich jetzt kein Dings mehr dran. Nee, so darf das aber eigentlich schon nicht stehen. So, das war ein bisschen umständlich, wie ich das hier gemacht habe. Aber ich hoffe, dass jetzt so zwei nebeneinander können. Genau so war mein Plan. Ha, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Saftpäckchen. Saftpäckchen. So, und jetzt können wir uns vielleicht bei dem Fleisch nochmal widmen. Auch wenn die Folge hier schon wieder fast am Ende ist. Gut, erstmal machen wir nochmal Verjüngungskuren. Warum seid ihr alle so heiß auf Verjüngungskuren? Ich verstehe es nicht. So, ein davon.
Jetzt will ich aber wirklich gerne nochmal eben hier meine Fleischproduktion, kann ich hier gar nicht mehr erhöhen. Das heißt, ich brauche auch eine neue Rinderfarm. Komm, bauen wir die hier mal auf der Seite. Rinderfarm. Farm. Zack. Nee, da passt leider das überhaupt nicht. Naja, komm, was soll's. So, jetzt haben wir erstmal genug Fleisch. Für das Fleisch brauchen wir allerdings auch mehr Sojabohnen. Gehen wir mal hier neben eigentlich. Jetzt habe ich keine Baubots mehr. Ernsthaft? Wir können ja mal gerade was machen, was ich noch nie gemacht habe. Man kann doch bestimmt hier auch von euch Baubots kaufen, oder? Die Waren wurden losgeschickt. Wir sagen Ihnen Bescheid, wann Sie eintreffen. Verbindung wird hergestellt. So, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall gerade genug Versorgung an Baubots. Steigt hier massiv an. Kann gar nicht so schnell nachproduzieren. Und zwar wollen wir hier Soja anbauen. Aus mit Soja im positiven Bereich, so wollte ich das sehen. Jetzt bräuchte ich noch ein bisschen mehr Wein. Ah, hier haben wir doch noch Wein. Das sollte wahrscheinlich auch auf 10 hochgehen, ne? Ich jetzt mal schätzen. Grenze erreicht. Gut, dann probieren wir es erstmal so. Und dann schauen wir hier nochmal. Luxusgut. Hier könnte wirklich noch ein Ding dran. Meine Güte, wie viel von diesen Dingern kann man denn da ran machen? 6 Stück. Naja. Aber da ist jetzt leider kein Platz mehr. Deshalb wird hier das Ganze nochmal gemacht. Und zwar. Hier. Können wir da noch einen Reisdinger machen? Da können wir sowieso keinen Reisdinger mehr dran machen. Komm, dann machen wir das sogar so. Zack. 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 So, und dann wollen wir noch Fleisch haben. Fleisch. Und zwar haben wir jetzt eine Produktion von plus 6, was Fleisch an, was Luxuskost angeht. Wein ist auf 0. Das passt also soweit alles. Wir brauchen wieder mehr von den Saftpäckchen. Komm, wir bauen direkt noch einen, weil das geht ja immer so schnell runter. Jetzt also nur noch Nano-Suits. Komm, lass mal hier auch noch. Diese Folge wird ein bisschen länger als sonst. Habe ich gerade schon gesehen. Aber ich wollte hier das Ganze auch vernünftig zum Abschluss bringen, hier meine Weiterentwicklung. Und ein paar mehr Mikrochips. Wo hatte ich denn die Mikrochips, um jetzt wählen? Wir brauchen auch noch. Brauchen wir noch mehr Flachs? Ja. Aber ich kann gar nicht mehr Flachs produzieren. Das ist ja blöd. Setzen wir das doch mal hier hin, weil die sind ja relativ klein, diese Flachs-Dinger. Brauchen wir wieder mehr Versorgung. Versorgung, Versorgung. Komm, setzen wir doch mal einen hier dran. Zack. So, Flachs stimmt, nur Mikrochips nicht. Mikrochips, ein mehr. In sterilen Kammern. Und noch ein mehr. Und wir haben zu wenig Silizium. Wo kam man denn, Silizium her? Aus der Siliziumlinie wahrscheinlich, ne? Genau. So. Immer noch zu wenig. Wenn ich dich nochmal abreiße, Modul, dann haben wir genug Silizium und genug Mikrochips. Dann haben wir von allem genug, außer Replikatoren. Das schaffen wir jetzt auch nochmal eben schnell. Wo habe ich denn Replikatoren gebaut? Hier? Nee. Wo war denn die Replikatorenproduktion? Hier. Im Neutronium-Labor.
Ja, dann kann da auf jeden Fall meine Fleischproduktion auch nochmal demnächst weichen. Ah, oder ich expandiere nach hier. Das geht natürlich auch. So. Replikatoren. Jetzt haben wir zu wenig Prismen. Gibt's hier? Ja. Jetzt haben wir genug Prismen. Wahrscheinlich zu wenig seltene Erden, ne? Wir haben zu wenig, aber die Sachen müssen wir uns auf jeden Fall auch noch drum kümmern. Die Sachen, die wir importieren. Aber von allem, was wir hier herstellen, haben wir offensichtlich jetzt genug. Okay. Ja, das freut mich doch. Unsere Creditbilanz ist erstaunlicherweise nicht mal wirklich gestiegen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die hier noch nicht weiter aufsteigen. Denen fehlt auf jeden Fall hier noch Polizeischutz und es fehlt Informationen fehlen. Jetzt nehmen wir hier lieber noch eins hin. Das ziehen wir lieber auch nochmal um nach hier oben irgendwo. So. Damit sollten wir dann einigermaßen ausreichend versorgt sein und dann wollen wir noch Sicherheit haben. Also eine Polizei setzen wir hier oben hin. So. Sieht's aus. Ist auch ausreichend. Okay. Das gefällt meinen Leuten auch. Sie steigen wieder weiter auf. Das Einzige, was hier wirklich fehlt für unsere Administratoren, sind die Neuroimplantate. Um die werden wir uns dann in der nächsten Folge nochmal kümmern. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Sie war ja mal ein bisschen länger, aber ist ja vielleicht auch mal ganz schön. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.